Für das Hähnchensteak, das ist der Gag an der Sache, brauchen wir einen Teil von dem Huhn und nicht das, was Sie vielleicht vermuten. Eine Kartoffel, gelbe, rote Möhre, grüner, weißer Spargel. Hinten dran noch ein bisschen Deko halt, ne? Ein paar Kräuter, ein bisschen Sprossen. Grüner Spargel ganz dünn geschnitten. Salz, Zucker, Butter, ein bisschen Öl zum Braten und Spargelfond. Das war's schon. Da war, glaube ich, nichts dabei, was jemand nicht kennt. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt, wie ich es mir gedacht habe. So, am längsten braucht die Kartoffel. Deswegen fangen wir mit dem guten Stück an. Und inzwischen machen es ja selbst Fastfood-Ketten, dass sie Kartoffeln mit Schale lassen. Deswegen dürfen wir das erst recht. Das heißt, wir holen die jetzt aus, dass ungefähr so 3-4 mm noch von der Wand übrig bleiben. Unbedingt festkochende nehmen, sonst ist die Arbeit nämlich umsonst, weil mehlig kochen die logischerweise nach wenigen Minuten zerfallen würden. Festkochende Kartoffeln haben etwas weniger Stärke und aus dem Grund halten sie die Form. Und die wollen wir ja, da wir sie füllen wollen, brauchen wir quasi wie so einen Becher. Was Sie mit dem Innenleben machen, ist Ihre Sache. Nur bitte nicht wegwerfen. Eine ganz simple Geschichte. In Salzwasser kochen. So, die braucht es ca. 5, 6, 7 Minuten. Hängt natürlich ab, wie dünn man die ausgeschält wurde. Wenn es also jetzt auf 3, 4 mm geht, dann reichen 4 Minuten auch. Und ja, wenn sie dicker ist, dann halt ein bisschen länger kochen lassen. Wenn Sie mit der Gabel entspannt reinstechen können, dann ist sie fertig. Das Gemüse schneiden wir in Stäbe. Hat den Vorteil, dass es beim Anrichten einfach ein bisschen schöner aussieht. Die Reste, wie gesagt, da können wir eine Suppe draus kochen. Fliegt also nichts weg hier. Oder Gemüsefond. Und die Stäbe einfach deswegen, damit wir auch den Spargel ähnlich schneiden können, was beim Anrichten einfach besser aussieht. So, die normale Möhre. Noch ein Stück gelbe Möhre dazu. Das ist auch eine ganz unkomplizierte Geschichte. Beim Schneiden dauert es vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen länger oder noch schneller, keine Ahnung. Aber es sind alles keine Schwierigkeitsgrade. Es entspannt, also man braucht wirklich nur, wie heißt, ein bisschen Wollen. Jetzt der Spargel, der grüne Spargel, den schälen wir im unteren Bereich nur. Wir können jetzt hier oben noch die Spitzen ein bisschen wegnehmen. Weil schälen brauchen wir nicht, das Grüne ist absolut schön. Man kann es entspannt mitessen, nur die Dinger, die können wir halt abmachen. Das ist eine Sache, da kann man auch jeden anderen mit integrieren. Das heißt, wenn man zu Hause mit der Familie kocht, das sind schon Jobs, das können die machen, die angeblich nicht kochen können oder die Kinder. Denn auch die wollen ja mitmachen zu Hause. Ne? So, den weißen Spargel, da hat es den Vorteil, die Schalen brauchen wir auch. Die können wir auskochen für einen Spargelfond, denn wir werden den Spargel nicht kochen vorher. Das persönlich braucht es in diesem Fall nicht. Spargel ist sehr schnell, wie heißt das, weich. Den tun wir nur schälen. Die Schalen, ich habe es heute natürlich vorbereitet, das wird ein Spargelfond. Wir brauchen auch gar nicht so viel Spargel. Wichtig beim Spargelschälen ist, dass man von dem Geschälten quasi nochmal einen Millimeter ungefähr mitschält. A ist dann schön rund und B kann man garantiert keine Schale vergessen, was dann beim Nachteil hätte beim Essen, dass es so komische Fäden zieht. So, und da wir ja die Stäbe haben, schneiden wir den Spargel ähnlich. Die Spitzen zumindest, weil die kommen dann dekorativ in die Kartoffel. Das Schöne beim Spargel ist, man kann beim Arbeiten schon naschen. Muss dann natürlich frisch sein. Mit dieser weit gereisten Geschichte funktioniert das nicht. Das ist kein Vergnügen, meistens bitter und nicht mehr so saftig. Aber wirklich frischer Spargel, quasi aus Sachsen, ist ein Genuss. Geht auch wunderbar als Snack zwischendurch mit ein bisschen Kräuterquark, Schinken drum wickeln, also schicke Sache. So, Gemüse ist vorbereitet, die Kartoffel kocht. Und jetzt kommen wir zu dem Hähnchen. Und im Vergleich zu üblichen Geschichten, Hähnchenbrust, 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 nehmen wir die Keule für das Rezept. Weil ich persönlich finde die viel saftiger. Und es ist eben mal wieder etwas anderes. So, von der Innenseite her die Knochen auslösen. Ich hätte natürlich auch ein scharfes Messer nehmen können, da würde das besser gehen. So, fertig. Wenn wir jetzt hier irgendwas entdecken, was uns nicht gefällt, wie eine kleine Sehne, dann können wir die noch wegnehmen. Ansonsten reicht das schon. Das werden wir dann braten. So, jetzt brauchen wir nichts weiter wie eine Pfanne gleich, um das Hähnchensteak zu braten und das Gemüse. Die Kartoffel ist fast fertig. Jetzt gebe ich noch die Möhrenstäbe dazu.
Den Spargel, das hatte ich ja versprochen, werde ich nicht kochen. Den werden wir hier in frischer Butter anschwitzen. Und wir machen quasi wie ein Ragout. Und was wir jetzt für die Kartoffel machen, genau so stellen wir unsere Spargelsuppe hierher. Das heißt, wir nehmen frischen Spargel, schwitzen den an, Spargelfond, etwas Sahne, ganz leicht mit Maisstärke gebunden. Und dann ist es die Spargelsuppe. Und wenn ich den Topf, den Spargel anbrate, im Topf dünste und das komplett rausgebe, schmeckt es einfach viel intensiver, als wenn ich ihn irgendwo koche und dann in Butter wieder warm mache. So, ganz entscheidend natürlich frische Butter. Wie gesagt, wir reden hier auch von wenigen Minuten. Deswegen parallel schon das Hähnchensteak anbraten. Und Gemüse in Butter anbraten, egal welches Gemüse. Es duftet einfach. Also bitte niemals Margarine nehmen. Niemals Margarine. Oder Öl braucht es auch nicht. Öl braucht es, wenn wir Hitze brauchen, nehmen wir Öl. Wenn wir Geschmack brauchen, nehmen wir Butter. So, sieht schön aus. Das Fett ist auch gleich heiß. Das heißt, wir nehmen jetzt das Hähnchen. Keuchen, tun es leicht salzen, ja, Haut glatt ziehen, ja, ein bisschen runterdrehen, von oben leicht salzen und braten es einfach nur in der Pfanne wie ein Steak halt. Ne? So, ganz leicht kann er Farbe nehmen, das ist okay. Spargelfond dazu, etwas Sahne und Milch 1:1 dazu. So, aufkochen, eine Minute ungefähr, dann ist das quasi auch schon wieder fertig. Dann brät das Steak so lange und dann haben wir so zeitgleich alles schön fertig. Wenn man alles richtig herrichtet, kann man dann punktgenau auf Bestellung frisch zubereiten. Bei Steaks generell nicht zu heiß. Ne? Lieber eine Minute länger in Ruhe braten lassen, als jetzt knallheiß. Es verbrennt außen, es wird trocken, es zieht sich zusammen, es hat nur Nachteile eigentlich. Das ist wie wenn ich in Stress gerate. Es hat auch nur Nachteile. So, das kocht schon. Leicht salzen. Das hängt vom Spargelfond ein bisschen ab, weil Spargelfond tut am meisten ein bisschen kräftiger würzen, damit es schmeckt. Wenn man den hiermit arbeitet, ist es dann schnell zu salzig, wenn man extra noch was reinwirft. Aber das passt so. Jetzt hat die Hautzeile. Jetzt hat sich im Prinzip durch das Fleisch, was jetzt geronnen ist, mehr oder weniger gebraten ist, hat es eine Struktur. Und jetzt kann ich es umdrehen und es kann es wie ein Steak quasi auf der Hautseite braten. Und am Ende habe ich eine knusprige Haut. Ach, eine schöne Geschichte. So, das Spargel-Ragout, wie gesagt, der muss ja nicht komplett verkochen. Das wird mit etwas Maisstärke abgebunden. Wir nehmen deswegen Maisstärke, weil es gibt ja immer mehr Menschen, die dann mit sowas wie Glutenallergie um die Ecke kommen. Und dem gehen wir aus dem Weg, indem wir Maisstärke nehmen. Ist auch eine angenehme Bindung. Richtig dick wollen wir es ja nicht haben. Sie können natürlich auch gerne zu Hause Mondamin-Fixosenbinder nehmen. Ist ja nicht ausgeschlossen. So, da haben wir die Gitterkelle. So, jetzt ist es fast fertig. Jetzt können wir die etwas länger gegarten Möhren und gelbe und rote Möhren dazugeben. Die Kartoffel hat es auch geschafft. Eine Minute können wir es ziehen lassen, bis das Steak fertig ist. In der Zeit machen wir das sogenannte Topping. Ich habe hier eine kleine Wildkräutermischung, Schafgarbe, Pimpernelle, rote Shiso, ein bisschen Möhrenkraut, ein paar Sprossen, Linsen. Da einen kleinen Schuck Zitronenöl dran. Es glänzt und es rundet das Ganze ein bisschen ab, weil das Büschel da roh auf den Teller legen, hätte ich jetzt keinen Spaß dran, also zumindest der Gast nicht. Und so glänzt es noch ein bisschen und schmeckt vor allen Dingen auch noch. Und das spielt eine Rolle, wie es schmeckt. Ne? So, das Hähnchen. Ja, das wird. Das heißt, Teller, wir können theoretisch anrichten, genau. Jetzt quasi die Kartoffel, die ist frisch gekocht. Und es ist dekorativ, es ist ja kein Dreck dann. Und eine Schale, Apfel, das ist erstmal alles mit Schale. Aus dem Grund, auch so eine Kartoffelschale ist gar kein Problem. Nehmen Sie nochmal runter, damit ich den Teller nicht vollklecker. Und jetzt versuchen wir das hier reinzustecken. So, das Schöne in der Küche ist ja, man kann mit Händen arbeiten, weil die ja permanent gewaschen werden müssen und aus dem Grund sauber sind als Handschuhe. So. So, jetzt noch ein bisschen von dem Gemüse, damit es einfach mal auch mehr wird, auf den Teller.
Gemüse ist ja unglaublich gesund, sagt man. Vor allen Dingen, wenn es so frisch zubereitet ist. Und ich glaube, es hat noch keiner jetzt was gesehen, wo er sagt, das ist zu schwierig, das Gerät habe ich nicht zu Hause. Weil wir haben ja auch eine ganz normale Küche. Wir gucken einfach nur, dass es wirklich auf Bestellung erst zubereitet wird. Und aus dem Grund. So, das nächste Ding ist, durch diese Rahmsoße spare ich mir die Soße, die aus der Tüte und so weiter. Die Soße fällt praktisch hier ab. Das Hähnchensteak nochmal ganz kurz auf Papier. In der Zeit ein bisschen Soße aufschäumen, weil mit ein bisschen Schaum sieht immer alles gleich vitaler und lockerer und gesünder aus. Ist ja nichts weiter wie die Soße, die wir eh essen, aufgeschäumt. Dadurch entstehen Luftblasen, die kommen hoch, schwimmen oben und die Soße sieht automatisch so leicht aus. So, jetzt der Brüller, das Hähnchensteak. Das sieht schon knusprig aus, wie so ein Grillhuhn quasi, aber ich kann es mit Messer und Gabel essen, es hat keine Knochen mehr, es ist saftig, weil es Keulenfleisch ist. Und jetzt kommt der Gag mit der Deko. Da nehmen wir einfach die kleine Schale, die wir hatten, die Deko, machen ein kleines bisschen da rein, damit hält das, so, in der Palette, oben drauf. Ja, schön. Und dann können wir jetzt nochmal oben drauf ersetzen, je nachdem wie viel Zeit man hat. Wenn der Service natürlich jetzt schon dasteht, macht man das nicht mehr. Ansonsten kann man so lange mit dem Essen spielen, bis einer kommt und es wegnimmt oder aufisst. So, wir machen noch ein Radieschensprossen oben drauf. Jetzt fällt es hoffentlich nicht. Ja, wunderbar. So, das wäre jetzt praktisch meine gefüllte Kartoffel mit Gemüse und dem Hähnchensteak. Klingt simpel, ist simpel, sieht schön aus und ist lecker. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de